Moinere Leute, ja. Mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video und wir schauen uns einmal an, wie viele Stones wir zum 9-jährigen Anniversary erwarten können. Das Ganze ist natürlich so eine grobe Einschätzung. So viele Stones werdet ihr mindestens bekommen, kann aber auch mehr sein und ich gehe davon aus, wir werden auch mehr Stones bekommen als JP zum Schluss. Ansonsten, wir gehen das Ganze einfach im Gesamtüberblick durch. Also wir zählen hier von Countdown bis Ende des Anniversaries insgesamt, wie viele Stones es pro Event gibt. Natürlich werdet ihr das nicht direkt zum Start bekommen, diese Anzahl an Stones. Nein, das verteilt sich über die drei Parts, welche das Anniversary quasi besitzt. Und dementsprechend ist es einfach so die generelle Summe, die ihr am Schluss dann bekommen habt. Aber ihr werdet voraussichtlich schon das meiste ausgegeben haben oder ihr spart für Worldwide. Lasst uns aber mal reinspringen und zwar mit den ganz simplen Sachen oder den Sachen, die ich vergessen habe, hier mit Bildvorlage einzutragen. Und zwar sowas wie Daily Login und Missions. Also wir werden insgesamt so in etwa 150, 160 Stones bekommen durch Daily Login und durch die Daily Missions. Solltet euch natürlich auch dafür täglich einloggen und die Mission machen. Den ersten Login auf JP wurde mit 30 Stones bestückt. Ihr seht es auch schon, ich denke auf Global wird es mehr sein. Warum? JP hat Livestream Stones bekommen für den Reveal der 9-Jahr Anniversary Charaktere. Auf Global denke ich wird das nicht der Fall sein. Entweder wir kriegen den Producer Letter, wo wir zusätzlich Stones für bekommen. Oder aber wir kriegen diese Stones zusätzlich im First Login. Sei es drum, ob wir jetzt 77 First Login Stones kriegen, 99 First Login Stones. I don't know, aber irgendwie wird das anders verteilt werden, gehe ich stark von aus. Dann haben wir die Returning Campaign, welche immer zum Countdown stattfindet, da sind es 10 Stones. Social Media SNS Campaign, das ist ganz simpel, ihr habt immer den Lautsprecher, wenn ihr da drauf drückt, in jedem Part gibt es 3 Stones, 3 Parts, also insgesamt 9 Stones. Natürlich gibt es noch Social Media Stones, die ich hier nicht mit einberechnet habe, außer der PV Campaign, welche natürlich auf Social Media stattfindet. Da müsst ihr einfach Likes auf den Beitrag geben, aber da müsst ihr nicht aktiv was machen, um Stones zu bekommen, sondern die Community an sich und jeder bekommt dann also quasi 9 Stones pro PV-Campaign, eine Part 1, eine Part 2. Es kann aber, also ich gehe von 99% davon aus, dass wir noch mehr Social Media Stones bekommen. Die habe ich jetzt hier aber nicht mit eingerechnet, weil ich nicht weiß, wie viele das sein werden. Also seht das einfach mal als ein großes Fragezeichen an. Dann Part 1 und Part 2 Top Crossings. Auf JP waren das jeweils 30 Stones. Ich hoffe, dass Global sowohl Android als auch den Play Store jeweils Platz 1 hedet. Dass wir mehr Stones kriegen als nur 30, könnte ich mir sehr stark vorstellen. JP hat es ja leider verpasst, die zusätzlichen 100 Stones für den Android Store zu bekommen. Global, hoffe ich, macht das Ganze ein bisschen besser. Final Top Crossing am Ende des Anniversaries. Denkt übrigens dran, bei uns fällt Super Vegito und Bootengs weg. Wir haben die quasi dann nicht zu unserem EX-Part. Also da ist auch noch die Frage, wie wiegt man das Ganze auf? Also was macht man da stattdessen? Und Battlefield gibt dann auch nochmal 41 Stones. Jetzt lasst uns das mal zusammenrechnen. Das sind 408 Stones, die wir hier bekommen. Nur durch so quasi Nebensachen. Und das ist schon wirklich sehr viel. Also Top Crossing und so weiter und so fort. Livestream, First Login. Das sind einiges an Stones und die machen schon viel aus. Wahrscheinlich das größte Stückchen von den ganzen Parts, die ich jetzt aufzählen werde. Ja, dient natürlich auch zum generellen Überblick. Was man aber jetzt genau, wie schon erwähnt, mit dem Super Vegito und Bootengs EZA macht, was wir da an Ersatz bekommen für Stones, keine Ahnung. Das ist aber, ich habe die jetzt mal außen vor gelassen, die EZAs, die X-Campaign. Dementsprechend ist das, was wir auf jeden Fall bekommen werden. Die Anzahl an Stones sind sicher. Die werden wir so kriegen. Safe. Geliefert. Dann haben wir quasi jetzt einmal so ganz simple Events, nämlich einmal ganz normale Missionen, Special Missions, 15 Stones. Dann haben wir Super Missions, dort bekommen wir ebenfalls noch den 9-Year Anniversary Titel. Dafür müssen wir dann Missionen schaffen. Einmal gibt es so einen quasi Attendance Titel und wenn ihr alle Missionen schafft, dann kriegt ihr so einen Meistertitel. Das gibt dann auch nochmal 9 Stones. Dann haben wir hier so ein besonderes Skill Orb, also ja, sind schon Link Skill Level Orb, könnte man sagen. Link Skill Level Orb, welche man dann durch die Mission bekommt, gibt 11 Stones. Dann haben wir das Skill Orb Event von Super Bosses, 1 Stone für den ersten Clear. Dann haben wir eine Link Level Stage, die gibt uns 7 Stones. Und wir haben ein Pan Event. Dieses Pan Event, da kann man solche Wasserflaschen bekommen und die Wasserflaschen kann man umtauschen für Stones. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob Global das genau so auch bekommt. Sind aber dann auch 52 Stones insgesamt. Das heißt, nur für diesen ganz kleinen Stuff bekommen wir 95 Stones. Verteilt über die Parts, nämlich Part 1, 2 und 3 natürlich. Muss ich nebenbei erwähnen. Kommen wir jetzt zu den nächsten Events. Dort müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen was machen. Natürlich Biscuan sein Dokkan-Event, genauso wie Broly sein Dokkan-Event. Dann haben wir Burst Mode von Jiren, genauso wie Burst Mode von Golden Freezer.
jeweils 9 Stones. Wir haben Free-to-Play Ella Beerus. Der gibt dann insgesamt 22 Stones mit seinem Event und dann einmal Free-to-Play Freezer sind auch 18 Stones. Insgesamt haben wir hier 62 Stones, die wir erwarten können. Ne, das ist das kleinste Segment hier von den ganzen, die ich euch aufzeige. Ja, ist halt so ein bisschen Free-to-Play-Stuff, Dokkan-Events ist halt nicht viel, aber sollte man trotzdem erwähnen. Kommen wir jetzt zu, ja, nächst weiteren Step, ein paar Challenge-Events und Co. Boss Rush kommt wieder. Boss Rush sind 35 Stones. Und dann haben wir hier so ein besonderes Challenge-Event, wo man einmal gegen Jiren und Broly fighten muss, die aber ziemlich schwach sind. Und die sind quasi auch gebunden an gewisse Kategorie-Missionen. Und da bekommt man tatsächlich insgesamt 32 Stones über die Parts verteilt. Sehr, sehr cool. Nimmt man auf jeden Fall dankend an. Content im 9-jährigen Anniversary gibt es auf jeden Fall en masse. Und wir werden auch nochmal eine Content-Zusammenfassung machen im Detail, gerade für die schwierigen Events. Hier ist bisher noch kein schwieriges Event mit dabei. Aber natürlich die nächste Rubrik. Dann haben wir Hit sein Event, so ein Deadly Assassin Event. Das ist ein New King Event, das gibt auch 16 Stones. Ziemlich simpel, ziemlich easy. Dann haben wir das Extreme Z Area von Ella Beerus. Genauso wie das Extreme Z Area von dem In-Free-to-Play Freezer, so wie wir es kennen von jedem Anniversary. Und wir haben tatsächlich sogar noch einen Support Memory Boost, was es geben sollte mit 7 Stones. Weekend Missionen, jetzt wo ich das quasi so sehe, erinnert es mich an die Weekend-Mission, also Super-Weekend-Mission. Weiß man noch nicht so, ob es stattfinden wird. Das ist immer so ein bisschen random. Kann sein, dass es Global auch bekommt. JP hat das. Ich habe es mal weggelassen in der Berechnung. Also bleibt da abzuwarten, ob wir da noch was zusätzlich bekommen oder nicht. Ich kann es mir schon gut vorstellen, dass wir die Super-Weekend-Mission kriegen und nochmal 40 Stones obendrauf kriegen. Okay, kommen wir jetzt zu der Zusammenfassung von der Stones-Anzahl. Sind 101 Stones. Also wir sind hier jetzt schon bei 250 Stones nur durch die ganzen Events, ohne jetzt diese Login-Sachen und Co. Okay, dann kommen wir jetzt zu den schwierigen Events. Das sind wirklich die schwierigen Events, über die mache ich auch nochmal eine Tierliste von den Fights in den jeweiligen Events, erkläre so ein bisschen, was sie drauf haben und so. Und da beginnen wir einfach mal mit den letzten beiden Stages vom Movie Red Zone Event, welches wir jetzt mal bekommen haben mit den ersten beiden Stages, welche sehr leicht sind. Da werden jetzt verteilt bis hin zum Countdown, beziehungsweise bis zum Part 1 Start des Anniversaries die restlichen Stages, ja, quasi veröffentlicht, aber die letzten beiden Stages von der Red Zone, von diesem Red Zone Event, das kommt dann erst zu Part 1 und das sind insgesamt dann 27 Stones, die ihr euch damit verdienen könnt. Dann haben wir die letzte Stage vom Movie Bosses Red Zone, dieser Movie Bosses Red Zone Boss Rush, und gibt 21 Stones mit den Missionen. Wir haben das 9-Year Anniversary Battle, wo ihr dann quasi Equipment bekommt für Beast Gohan und Broly, das sind insgesamt 19 Stones. Wir haben das sogenannte Blue Zone, wie es viele nennen. Und dort bekommt ihr insgesamt 93 Stones. Da findet ihr tatsächlich dann auch die Missionen von Artificial Lifeform. Also ja, ist nicht mehr so schwer auf Global. Sollte eigentlich ziemlich free sein. Aber dann wisst ihr so ein bisschen, was da so vorkommt in dem Event. Dann haben wir das Memorial Collection Battle Event. Dort findet ihr die Skill Orbs für Gamma 1, Gamma 2. Genauso wie für Gogeta. Gibt auch 40 Stones. Ist auch ein schwieriges Event an sich. Also dementsprechend immer gern gesehen, nimmt man mit. Und dann haben wir die Cell Max Stage, den neuen Zusatz. Und dort gibt es insgesamt 37 Stones dann nochmal. Also das ist schon einiges, was wir hier in dieser Rubrik an Stones bekommen. 237 an der Zahl. Also nehmen wir auf jeden Fall auch mit in the Tash. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Sachen, wo sich wahrscheinlich viele auch drauf freuen. Und zwar die Easy A's. 33 Stones pro Easy A. Wir haben LRS UI Sign, wir haben das Broly Trio mit dabei. Natürlich Sub Easy Ace habe ich hier nicht mit reingeworfen. Kann es vielleicht auch nochmal ein separates Video geben oder wird es geben. Und zwar, wenn ich die Units in einer Tierliste bewerte vom Anniversary, alle die released werden. Und dann haben wir quasi LR Evo Kai, sehr geiles Easy A, freue ich mich persönlich sehr drauf. Wir haben Int Evo Vegeta, super stronges Easy A, genauso wie AGL UI Goku. Das sind quasi die Stones-Verteilungen für die Easy Ace, 165 an der Zahl. Und wenn wir uns das jetzt zusammenrechnen, dann liegen wir bei ungefähr 1110 Stones. Hier und da habe ich ein paar Sachen von JP noch ausgelassen, wie zum Beispiel die Super-Weekend-Mission, wo man sich nicht sicher sein kann. Ich gehe stark davon aus, dass es so passiert, aber kann man sich nicht sicher sein. EX-Campaign mit Buu und Super Vegito ist weggefallen. Also ist da auch die Frage, okay, was kriegen wir da als Ersatz? Wo werden da die Stones herbezogen? Ansonsten werden wir hier, was JP bekommen hat, bei 1200, 1300 Stones locker. Also das ist schon wirklich ordentlich. 1200 bis 1300 Stones,
Für Beast Banner, für Gogeta Banner, insane. Ihr könnt zum Beispiel euch sagen, ey, ich habe jetzt gespart 2000 Stones. Ich gehe für Gogeta und Broly insgesamt 500 bis 1000 Stones, dass ich jeweils jeweils beide einmal habe. Und dann könnt ihr quasi die Stones, die ihr durchs Anniversary bekommt, direkt in den Beast Banner investieren. Plus wir kriegen auch nochmal den 77er Ticket Multi, also 50 Tickets, 77er Summon. Dort könnt ihr dann auch nochmal Glück haben und Beast Gohan ziehen, Gogeta ziehen oder sonst was. Also dieses Anniversary ist richtig großzügig. Ich gehe stark davon aus, dass der ein oder andere tatsächlich das zieht, was er will. Ich gehe mal stark davon aus, dass jeder hoffentlich Beast Gohan einmal zieht oder Gogeta einmal zieht oder Broly einmal zieht. Am besten alle einmal. Damals gut. Ist egal, braucht man jetzt nicht unbedingt. Aber so viel dazu. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr davon haltet. Wie viele Stones habt ihr momentan fürs Anniversary? Seid ihr schon ready? Seid ihr nicht ready? Wenn man so über 1000 Stones hat, dann würde ich persönlich sagen, ist man absolut fein aufgestellt, damit man für jeden, bei jedem für eine Copy gehen kann. Jetzt noch da drauf müsst ihr dann halt rechnen, die zusätzlichen 1100 Stones durchs Anniversary selber und dann ebenfalls auch nochmal den Ticket-Multi. Und dann würde ich sagen, seid ihr auf jeden Fall good to go. Also 1000 Stones. Wenn ihr die ready habt, schreibt es gerne mal rein in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao, da deine und adios, amigos.